Heute testen wir einen Männertraum. Ein Grill, der fast alles selber macht, perfekt soll smoken und noch via App bedienbar ist. Wollen wir schauen, ob der Grillson bei unserer Session nicht zum Albtraum wird. Der Grillson ist wirklich ein spezieller Grill. Das merkt man schon daran, dass man einen Stromanschluss braucht. Und ein WLAN-Netz, wenn man ihn per App bedienen will. Wichtige Zutaten sind auch die Pellets aus gepresster Eiche. Die braucht man nämlich für den guten Rauchgeschmack. Fangen wir an, die erste Schaufel reinfüllen. Pellets und Strom, das ist alles, was man braucht, um einen Lachs zu smoken. Fangen wir gerade an, stellen die Temperatur auf 120 Grad ein und schalten an. Kaum hat man eingeschaltet, sieht man auch alle wichtigen Infos über die Temperatur und drückt hier auf die App. Die Grille zündet, wir können den Deckel schliessen und fürs Räuchern noch mehr Pellets nachfüllen. Oh, jetzt habe ich gerade eine Nachricht vom Grill bekommen. Die Zieltemperatur ist erreicht, wir können loslegen. Sehr praktisch, Fleischthermometer sind direkt integriert und zu einem stecken wir jetzt hier noch in die dickste Stelle des Lachs. Auf der App habe ich jetzt jederzeit Kontrolle über alles. Ich sehe die Temperatur im Grillraum, ich sehe auch die Temperatur vom Fleischthermometer und kann mir jetzt hier auch einen Zielwert eingeben, Zieltemperatur, wenn ich eine Nachricht bekomme. Für den Lachs geben wir mal 46 Grad ein. Ich habe eine Nachricht bekommen, der Lachs ist durch. Dann wollen wir mal probieren. Genau auf den Punkt. Für die Pizza haben wir etwas umgebaut. Wir haben jetzt einen Pizzastein drin. Und auf 380 Grad aufgeheizt. Bei diesen Temperaturen geht es nur ein paar Minuten und die Pizza ist perfekt durch. Unser Fazit von diesem tollen Grill. Es ist wirklich ein Männertraum. Das Resultat perfekt, es geht alles schnell und super. Ein kleiner Nachteil hat das Monsterteil. Es kostet über 4'000 Franken. Aber eben, dafür kriegt man Top-Qualität.